schon das Seil runter. Let's go, Laura. Sterben, Laura. Okay, okay, okay. Ich habe keine Ahnung, ha? Hey Leute, willkommen zurück zum Alpha Broadcast. Wir sind heute in der Hakoa-Halle. Wie ihr seht, hinter mir haben die Kämpfe gerade angefangen. Und heute kämpfen 23 Leute von mir. Und ich werde sie heute ein bisschen unterstützen und schauen, wie die kämpfen. Also bleibt dran und schaut, was heute draus geworden ist. Okay. Gut, schließ die Guard. Schossen um den Arm. Von außen um den Arm. Bringen wieder in die Guard. Bringen wieder in die Guard. Ja, sehr schön, Flo. Perfekt, perfekt. Flo. Hamba. Jawohl. Ich traue mich halt jetzt schon ein bisschen mehr. Aber irgendwie halte ich auch. Und deswegen wollte ich nicht punkten, weil wir oft so nervös sind. Beruhig dich, atme einmal tiefer durch und dann hör am besten zu, was ich oder dann Jamal sagen. Ich mache auch mehr Fehler. Ja, das gehört dazu. Und du wirst auch noch oft verlieren. Ja? Und das gehört auch dazu. Komm hoch, komm hoch. Ja, gut, Levin. Greif zum Bein, greif zum Bein. Komm hoch. Okay, okay, okay. Okay, weiter mit ihm, arbeite. Edith, schau mich kurz an, du machst das super, es ist gut, es ist gut. Jetzt hast du ihn. Komm hoch, komm hoch! Ja, Brüche! Ja, komm hoch! Herr Bums, dreh dich gleich zurück! Ja, hier rum! Greif um den Kopf, ja, hier, genau, und Sprawl nach hinten! Wenn du mit 10 Punkten führst, ist schwer, dass er dich aufholt. Überhaupt, er war schon sehr müde. Ja? Das heißt, mach einmal deine Punkte und dann kannst du versuchen. Links, Basi, Arm Triangle. Mach nur diese Sachen, dann bist du hier im Kampf. Let's go! Let's go, Laura. Sehr gut, Laura. Ja. Sehr gut, Laura. Sehr gut. Super gemacht, Laura. Sehr toll. Super, nach rechts. Bitte nach rechts. Ja. Ein Arm. Starke Brücke. Super, Laura. Super. Brücke, Laura. Die sind mega vorsichtig. Bravo! Super, Laura! Super! Ich weiß, alles gut! Er hatte Angst wegen dem Arm. Alles gut. Er hatte Angst wegen dem Arm. Aber begonnen hast du wie eine Weltmeisterin. Aber er hat noch nie gegen Mädchen gekämpft, ja? Sehr stark. Mach du den Angriff! Komm, aber gescheit! Ja! Super, Power Stop! I got this on camera! Bleib um zum Doubleleg! Weiter, sind die echte Hand um den Kopf! Ja! Jetzt Schulter auf sein Hals! Schöner Konter! Den haben wir auf Kamera! Das ist deine Kamera. Ja. Bist du so blöd? Bist du popularisiert, Bruder? Bist du narrisch? Muslim. Bester Trainer, bester Freund. Auch bester Trainer hier, Muslim. Chaban, bester Chaban. Sag ein paar Wörter, Jamal. Den Vlog. Jamal. Ah, warte. Dreckig. Jamal versucht gerade das Eis zu brechen. Dreckig. Jamal ist schon ganz nass. Kids kämpfen heute, wir rennen nur von Matte zu Matte. Jamal, unser Kids-Coach, Head-Coach, zusammen mit Anton, der ist auch hier irgendwo. Ja, top Leistung. Unheimlich stolz, ja. Dein Werk, beziehungsweise unser Werk. Ja. Und Anton und die anderen Trainer natürlich. Ja. Meine Kids sind wirklich toll. Ja. Ja. Schauen wir mal, wie viele Medaillen wir heute noch holen. Ich hoffe viele. Ganz sicher.
Victor, gerne schlafen auf dem Matten. Er hat so wie auf einem Fußballmatch, hat das Ding gewinnt. Also das nicht einsetzen. Das nennt man richtigen Support. Nehmen wir Flo. Hoi! Ja! Bravo! Jawohl! Randy Orton in a place we've never seen him before. Watch out, watch out, watch out, watch out! Oh my God! KO! Zahle sind Kämpfer. Auch wenn du in der Guard bist und ihn mal switchst, dann bist du eh oben. Dann kannst du deinen Pass machen, dann kannst du deine Kontrolle machen, dann kannst du auch deine Submission von oben machen. Dann hast du aber für beides was. Du hast was für die Guard und auch für das Passen. Und dann wird dein Jiu-Jitsu stark. Jetzt habe ich Gold. Jetzt nur noch Gier. Goldene, wie ist es so? Als Gewinnerin? Sie zieht sogar einen Mundschutz an. Komm. Easy, habt einen Spaß. Das ist wie Tanzen. Let's go, Niki. Time to shine. Guck dich noch mehr. Okay, sehr gut. Greif tiefer. Ja, genau, sehr gut. Strike it jetzt. Gib das Bein über ihren Arm. Gib das Bein über ihren Arm! Und Ida, rechts ist dein Tour! Sweet! Ja! Super, Niki! Eine Minute noch! Komm, Niki! Sehr gute Sache, Niki! Sehr stark! Alpha, wo ist das? Hier in Wien? Ja. Mega gute positive Ausstrahlung. Gib das Bein über ihren Arm! Danke schön, vielen Dank. Guten Bein hast du, echt vielen Dank. Danke dir. War schon letztes Dank. Mal in Wien, habe ich schon gemerkt. Also, vielen Dank. Kriegst aus Berlin eine Fanbase. Vielen Dank, danke. If you don't know, now you know. Nur gut Vibes, muss. Mit Herz und Seele dabei. Genau. Negative Energie weg. Eine Knie zusammen. Okay, also wir haben in der Teamwertung mal zweiten Platz gemacht bei den Kids.
Und bei den Erwachsenen schaut es auch so aus, dass wir eine Medaille für die Teamwertung holen. Also ja, ich bin sehr zufrieden. Die Leute, die Kinder, die Trainer geben ihr Bestes und das macht mich einfach nur stolz. Einer unserer Coaches und Kids Coaches, Anton, auch dabei. Natürlich ohne unsere Trainer wäre das alles nicht möglich. Ihr wisst Bescheid. Anton und Jamal, die machen einen super Job als Kindertrainer, aber nicht nur als Kindertrainer, sondern auch als Erwachsenentrainer. Und die Ergebnisse haben wir heute eh gesehen. Es fehlt noch unser Kamil Pollack, der ist auch ein Top-Coach, ja, der auch im Team ist, aber den werdet ihr auch noch kennenlernen. Ein paar gute Kämpfe haben die Leute geliefert. Wir haben jetzt auch ein paar Schwachstellen gesehen, woran wir arbeiten müssen. Darauf fokussieren wir uns jetzt in den nächsten Wochen und dann wird es schon klappen bis zur NBA. Auf jeden Fall. Okay Leute, das war's für heute. Wie ihr gesehen habt, kurzer Einblick, wie das ausschaut auf einem Jiu-Jitsu-Turnier. Heute haben 23 Leute von uns gekämpft, Kinder, Frauen, Männer. Wir waren heute wieder sehr erfolgreich. Wir haben in der Teamwertung für die Kinder wie auch für die Erwachsenen eine Trophäe mitgenommen. Ich bin sehr stolz auf alle. Ja, und schreibt mal in die Kommentare, was ihr beim nächsten Video sehen möchtet. Wir haben noch viel, viel interessanten Content für euch. Ja? Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.